mein Tool. Das ist das Leder. Dieses Werkzeug habe ich mir extra gekauft. Das ist ein Falzbein. Das ist aus einem echten Knochen gemacht. Und das sind jetzt noch meine Druckstücke, die ich später verwenden werde. Jetzt werden wir das Leder erstmal ein wenig anfeuchten. Mal aus. Cool, oder? In der Zwischenzeit habe ich auch noch ein zweites Tool gebaut, weil das andere ist hier spiegelbildlich, hier von den Rundungen. Und was mir gestern aufgefallen ist, wirklich interessant, kommt mal mit dem Ohr ganz nah hier ran und jetzt hört euch mal an, wie das Leder das Wasser hier aufsaugt. Achtung! Das Gameboy-Modul habe ich extra nicht ganz rausgetrennt, damit, wenn ich jetzt hier runterbiege, hier keine Spannungen entstehen und mir das bisschen Material hier so nach außen geht. Jetzt habe ich hier so eine Verbindungslinie quasi noch drin, die es hält, und erst später trenne ich das Modul raus. Später nicht aufscheuert, weil die raussteht, gibt es einen sogenannten Nahtversenker. Und mit dem werden wir jetzt hier eine Rille genau an der Naht entlang ziehen, ja, zum Parallelanschlag. Und dann ist die Naht leicht versenkt und scheuert auch nicht mehr so leicht auf.